Hallo, guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir gut. Moin, ich kann heulen, wirklich. Ich habe eine Challenge für heute. Ich habe nämlich 3 Stunden Zeit, bis ich los muss, oder 2,5 eher. Und ich will endlich dieses Chaos beseitigen. Seit ich eingezogen bin, sieht mein Zimmer so aus und ich will auch gar nicht lange schlacken. Das muss jetzt weg, weil ich bin vor 3 Monaten eingezogen und ich habe mich um alle Räume gekümmert. Alles sieht perfekt aus, picobello, alles ist renoviert. Nur mein Zimmer sieht aus wie Kacke. Deshalb machen wir das jetzt. Es ist immer noch messy, aber es sieht schon so viel besser aus. Also was jetzt in der letzten Stunde passiert. Ich habe 4 Umzugskisten ausgeräumt, bei denen ich die ganze Zeit nicht wusste, wo ich die hin tun soll und so weiter. Also es war so random Zeug. Kleines Update. Mein Zimmer wurde umgestellt. Und ich habe es final geschafft, Ordnung in mein Zimmer zu kriegen. Auch wenn es jetzt gerade wieder unordentlich ist. Aber ich habe es eigentlich geschafft, mein Zimmer jetzt so hinzubekommen, wie ich es möchte. Und zwar steht mein Bett jetzt in der Ecke. Es ist jetzt nicht gemacht, weil... Ganz ehrlich, so sieht es halt gerade aus. Und ganz. Mein Schrank ist immer noch da. Ich muss einfach nur meine Wäsche einräumen. Dann habe ich ja diesen schönen neuen Teppich hier. Der ist so flauschig. Meine Bugs Bunny Socken. Und das hier ist meine Arbeitsecke. Und ich bin so happy darüber. Weil hier stand vorhin mein Bett und ich fand es so schlimm. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Mein Zimmer war die ganze Zeit unordentlich. Und nur dadurch, dass wir es jetzt umgeräumt haben, ist es automatisch jetzt viel ordentlicher. Mein Schreibtisch ist a mess. Ich meine Steuern noch machen muss. Aber da haben wir noch einen Schrank angebracht. Und es ist so schön einfach. Also ich bin richtig verliebt. Da kann ich dann so eine Bilderwand machen. Hier sind meine Taschen und meine Jacken. Also es ist einfach perfekt. Ich bin richtig, richtig happy. Ich habe jetzt alles in 05, damit du es besser erkennen kannst. Aber so sieht alles aus. Und es ist so viel schöner. Ich bin so verliebt. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich nur ein bisschen umstellen muss. Und dann... wird es mir automatisch auch besser gehen. Ich mag mein Zimmer jetzt viel lieber und fühle mich viel wohler. Und ich sitze auch viel, viel öfter am Schreibtisch, weil der Schreibtisch war hinten in so einer Ecke und irgendwie war es ein bisschen doof. Ja. Hihi, mein wunderschönes Wohnzimmer. Das ist halt auch perfekt. Also es ist einfach schön. Schön, perfekt. Und ich habe gerade was gemacht. Warte, ich darf Flo nicht so erschrecken. Ich habe da Kleberhaken aufgehängt, damit wir unsere Jacken da aufhängen können. Wenn so Winterzeit wird. Ja, es ist sehr messy gerade. Das sollten wir vielleicht aufräumen. Übrigens hat mir den Kranz meine beste Freundin zur Einweihungsfeier geschenkt. Ultra süß. Ich habe so eine Fotobahn mit meinen ganzen Liebsten. Und da ist das Schild, als er gefragt hat, may I be your roomie. That's us. Hihi. Ich liebe meine Wohnung einfach. Die Küche ist auch so toll geworden. Und mein Wohnzimmer. So, ich habe jetzt genug aufgeräumt. Ich habe keine Lust mehr. Und ich dusche jetzt. Habe ich schon gesagt? Was voll verrückt ist, irgendwie. Früher habe ich meine Haare jeden Tag gewaschen und jetzt habe ich die genau vor einer Woche gewaschen und sie sind noch kein Stück fettig. Sie sind tatsächlich eher ein bisschen trocken. Und dann dusche ich jetzt und dann können wir noch ein bisschen quatschen. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? So. Okay, ich bin hier jetzt, weil ich gleich zum Mittagessen verabredet bin und zum Doppelkopf spielen. Und ich freue mich voll. So ein bisschen Familienessen. Ja. Also eigentlich muss ich erst in einer Stunde los, aber vielleicht fahre ich auch schon früher. Yes. Gut. Ich habe meinen Alabama-Pulli an und ich habe gerade mit meinem Bruder telefoniert, weil wir dieses Jahr noch meine Gastfamilie besuchen wollen und wir das noch planen, aber wir planen das schon seit 2 Monaten. We will see. Das ist übrigens der hier. Der ist toll. Also ich hatte mal den Dyson. Und no offense, aber das hält bei meinen Haaren einfach nicht. Ich habe zu dicke, schwere Haare.
Und nach 2 Minuten ist gefühlt alles wieder raus, was jemals drin war. Aber der hier ist richtig praktisch, richtig gut. Föhnt auch meine Haare. Ist auch nicht ultra heiß. Also ich benutze eigentlich nie Hitze, deshalb. Und ich style auch meine Haare nicht, wenn ich ehrlich bin. Das ist das The Maximum I Get. Das ist gerade überall hingeflogen. Ready! Jetzt fahre ich zu meinem Liebsten und dann fahren wir zu seinen Oma und Opa. Und dann freue ich mich drauf. Das hier ist mein Outfit. Der Pulli ist gethriftet. In Texas war das, in einem Goodwill, glaube ich. Und die Hose ist von Naked. Die ist auch richtig toll, aber ich habe da so Flecken, die nicht wieder rausgehen. Aber ich liebe weiße Hosen. Dann habe ich noch ein YouTube-Beutel aus Bali, damit auch alle Klischees bestätigt sind, dass mich was ein Auswärtsjahr gemacht hat und dann frei so war. Hallo, ich bereite gerade meine Karteikarten vor. Ich habe nämlich die Anki-App und ich hatte zu meinen 8 Lektionen für Diagnostik schon alle Karteikarten fertig. Aber weil ich kein Premium hatte, wusste ich nicht, dass man es eigenständig speichern muss. Ich dachte, ich speichere die App automatisch, weil es ja bei den meisten Programmen so ist. Und dann waren alle meine Karteikarten weg. Deshalb habe ich jetzt gar keine Lust, die neu zu machen, weil es ewig gedauert hat. Und ich gehe auf Study Drive, da hat jemand netterweise die alle einzeln aus dem Skript einfach kopiert. Und das mache ich gerade einfach nur Copy and Paste. Ja, ich melde mich, wenn ich ein bisschen mehr gelernt habe, weil ich mich nicht ablenken lassen will. Ich wollte dir noch einmal zeigen, wie Anki funktioniert. Ich habe jetzt über 150 Karteikarten. Ich werde die jetzt durchgehen und dann klickt man mal an, ob man es gar nicht kann, wie gut man es kann auf dieser Skala hier. Und dann irgendwann erreicht man möglichst viel Prozent. Also dann werden einem nur noch die super schweren Fragen gestellt oder... Also es ist halt voll clever gemacht. Das mache ich jetzt. Und jetzt zeigt er mir an, was ich gut gemacht habe und was nicht. Ist eigentlich ganz okay für das erste Mal, dass ich die durchgehe. Und jetzt mache ich das so lange, bis ich mich verbessere und verbessere und verbessere und irgendwann nur noch gut steht. Oder einfach. Ich bin wieder zu Hause. Ich war mit 2 Freunden in der Mensa essen. Und ich dachte, es wird kälter und ich hatte auch schon meine Winterjacke an, aber es war gar nicht so kalt. Mir ist viel zu warm in meinem Outfit. Ich weiß auch nicht, sieht das dumm aus? Ich glaube, es sieht richtig dumm aus mit der Hose, mit der Strumpfhose, aber ich habe keine durchsichtige. Und jetzt wollte ich den Backofen putzen. Das sind so random Sachen, die ich vorher in meinem Leben tatsächlich noch nie gemacht habe, weil mein Papa so... Ist es giftig? Ich hoffe nicht. Voll dreckig. Ich dachte mal, der wäre relativ sauber. Aber wenn du mal hier rüber gehst, siehst du das? Ja, du siehst das. Wenn man hier jetzt so rüber geht, verschwindet dieses Braun. Ich dachte, das wäre wirklich... Guck, wie dreckig das ist. Eieiei. Das ist so krass. Toll. Ich bin richtig stolz. Richtig stolz. Okay, Backofen ist geschafft und jetzt versuche ich mir eine Übersicht zu verschaffen, was ich heute und morgen alles abgeben muss, also an mein Management. Weil irgendwie habe ich letzte Woche Urlaub genommen, was Social Media angeht. Habe auch auf Social Media, also auf Instagram oder so, nicht wirklich was gepostet.
Ich habe so ein bisschen mein Leben vor mich hingelebt, was auch vollkommen okay ist. Ich habe auch mit meinem Manager gesprochen, der ist gefühlt auch ein bisschen mein Therapeut, weil ich immer so mein Herz ausschütte und er mich dann auch immer ziemlich schnell beruhigen kann und wenn ich Probleme habe, mir helfen kann. Geht es diese Woche aber weiter und ich habe sehr viel Energie und Kraft getankt. Energie und Kreativität wollte ich sagen. Ich mache jetzt kurz was für meine Steuern. Antworte meiner Steuerberaterin. Dann möchte ich auch die Kirchen aus der Kirche austreten. Ach, ich habe das Gefühl, ich trigger voll viele Leute bei dem Thema. Ich bin in meiner Kirche gewesen und ich war auch immer an Weihnachten da und vor allem in meinem Auslandsjahr war ich auch sehr nah an dem Glauben, aber ich persönlich bin sehr, sehr gegen sehr, sehr viele Dinge, die in der Bibel stehen und gegen sehr, sehr viele Aussagen, die zum Beispiel in der Kirche getroffen werden. Und ich unterstütze das alles nicht. Ich finde Glauben an sich ein sehr schönes Thema. Ich habe auch mit meinen zwei sehr gläubigen Freundinnen darüber geredet, weil es sehr viel Hoffnung geben kann. Aber es ist einfach nicht mehr ganz das, was ich unterstütze und was ich glaube und so. Was auch vollkommen okay ist, ist gar nicht wertend gemeint für irgendwen, an irgendwen, was auch immer. Sondern es ist einfach, ich bin einfach nicht mehr gläubig, würde ich behaupten. Voll krass, ich habe das nie so richtig ausgesprochen, obwohl das schon seit Jahren eigentlich so ist. Was ich gerade mache, wollte ich schon seit einem Jahr machen. Und zwar schreibe ich gerade eine Bewerbung für eine Psychiatrie. Und zwar fasziniert die mich schon seit Jahren, weil die ganz viele verschiedene Bereiche haben. Und ich möchte unbedingt irgendwie Praxiserfahrung sammeln. Und eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür. Aber alle meine Freunde haben einen Werkstudentenjob. Und vielleicht gibt es da ja auch sowas. Sonst mache ich halt in Semesterferien Praktikum. Ich würde halt super, super gerne in der Psychiatrie arbeiten, ob jetzt in der Forensik oder es gibt auch eine psychosomatische Klinik. Das finde ich auch ultra spannend, weil ich ja auch mal so psychosomatisch betroffen war. Ich glaube, das schreibe ich nicht rein, weil am Ende denken die, ich bin anfällig oder so. Ja, aber ich versuche mein Glück. Ich bezweifle es, um ehrlich zu sein, sehr. Ich schicke einfach mal die Initiativbewerbung ab und dann gucken wir mal. Ja, meine Freunde haben mich heute ermutigt, das abzuschicken. Vielleicht schaffe ich das ja neben meinem Job und neben Uni und meinen Freunden und allem. Aber es würde mich, glaube ich, ziemlich erfüllen, so in dem Beruf mehr zu erfahren. Mal gucken. Ich habe es abgeschickt. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Bewerbung gut ist, bin ich ehrlich. Und ich weiß auch nicht, ob die überhaupt jemanden suchen. Ich weiß nicht. Es stresst mich jetzt. Ich habe halt meine Nummer angegeben. Was ist, wenn die mich anrufen? Hallo? Ich suche dich die ganze Zeit und du chillst in meinem Wäschekorb. Bin ich die einzige Person, die immer ihr Handy in einen Kleiderschrank legt und die dann nicht wieder findet? Er liegt immer in meiner Unterhosenschublade oder so. Ja, mein Handy. Hello. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich lag heute Morgen im Bett. Bin um 9 Uhr um 8.30 Uhr aufgestanden. Ich bin auch gestern um 7.30 Uhr aufgestanden. Ich dachte so, ich bin produktiv. Und dann lag ich von 9.30 Uhr bis 11 Uhr im Bett und habe gelesen. Und war am Handy und auf TikTok. Und ich war so, erwachsen werden bedeutet, dass man frei ist, aber gleichzeitig leider zu frei. Vor allem, weil ich selbstständig bin und ein selbstständiges Studium habe. Dass ich halt leider auch einfach rumgammeln kann und keiner sagt irgendwas. Nicht mal ich selbst. Naja, egal. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall fertig. Ich gehe jetzt noch einkaufen, weil ich gestern Nacht um 1 Uhr plötzlich Hunger hatte und dann die Reiswaffeln von meiner Mitbewohnerin aufgegessen habe. Ich habe sie gefragt. Sie meinte, es ist okay. Und ich habe gestern schon ihren Frischkäse leer gemacht. Deshalb muss ich einkaufen gehen, damit ich das wieder gut mache. Und dann in die Mensa mit meinen Freunden. Und ich freue mich. Ich habe die seit Montagmorgen nicht gesehen. Heute ist Mittwoch. Ich sehe sie sonst jeden Tag mehrmals. Und wir wollten heute auch wieder beachen gehen, aber mir ist kalt. Es ist einfach schon Herbst. Auch wenn ich die ganze Zeit nicht wahrhaben wollte. Aber ich habe gestern Zimtschnecken gemacht. Ich zeige dir die. Die sind so toll. Warte. Mein Bart ist echt unordentlich. Egal. Die sind so lecker. Bei einfachbacken.de das hier. Ich muss ja noch ein bisschen aufräumen, weil ich
Zeugs rumliegen lassen habe und meine Arme mit genommen. Okay, aufgeräumt. Ich habe jetzt noch die ganze Wohnung geputzt. Das war toll. Aber ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich vormittags wieder faul war. Ich habe das Gefühl, ich vermittle durch diesen Vlog so ein bisschen den Vibe, dass ich mein Leben nicht im Griff habe und dass ich faul werde und keine Ahnung was. Aber solche Zeiten gibt's und ich glaube, ich habe schon viel zu oft vermittelt oder es kam schon viel zu oft drüber, als wäre mein Leben perfekt und als wäre, hätte ich immer alles im Griff und als wäre ich ein super, mega produktiver Mensch jeden Tag. Und das bin ich auch manchmal. Manchmal habe ich so absolut Hochphasen. Aber dann habe ich halt auch so Phasen. Ich bekomme jetzt meine Tage außerdem. Deshalb, ich glaube, das liegt auch ziemlich viel an meinem Hormonhaushalt. Du, ich mache gar nichts. Also klar, ich erledige meine Pflichten. Ich habe gerade meine Kooperation abgegeben. Ich habe heute Morgen gelernt. Ich habe gestern gelernt und so weiter. Aber ich bin nicht so, oh mein Gott, ich mache jetzt das, das und das. Ich gehe jetzt einkaufen, aber ich bin wie so eine Omi. Ich lebe so mein Leben vor mich hin. Bisschen dödeln. Aber mein Manager und ich haben darüber geredet und er meinte so, es ist vollkommen okay, dass ich das mache. So leben viele junge Menschen. Ich will jetzt nicht sagen alle, weil manche reißen sich den Arsch auf und ich habe Hut ab und die ackern und damit sie über die Runden kommen. Deshalb. Aber es gibt halt auch super viele junge Menschen, die das so machen. Und ich glaube, oft wird der Gesellschaft so eingeredet oder wird einem eingeredet, dass man mehr machen könnte, dass andere Menschen es schlechter haben als einem, als man selbst so, ja. True. Aber ich habe letztens ein Buch gelesen und da meinte jemand, dass es immer Menschen gibt, die, also der Autor meinte, es gibt immer Menschen, denen es schlechter geht, aber es gibt auch immer Menschen, denen es besser geht. Und das hat rein gar nichts damit zu tun, wie es mir geht. Und das stimmt. Das hat rein gar nichts damit zu tun. Ich sollte mich nicht mit anderen vergleichen. Ich sollte mich nicht damit vergleichen, wer mehr macht, wer schneller im Leben ist, wer langsamer ist, wer fauler ist, wer produktiver ist. Es ist scheißegal, es beeinflusst mein Leben null. Gar nicht. Und ja, ich bin immer noch in dem Mindset, dass ich auf eine Bananenfarm ziehen könnte und dort für den Rest meines Lebens chillen könnte. Weil es scheißegal ist, was ich mit meinem Leben mache. So, irgendwo im Großen und Ganzen beeinflusst es die Gesellschaft und natürlich ist nicht alles egal. Es ist auch nicht egal, wie ich über andere denke oder andere behandle oder die Umwelt behandle oder sonst was. Aber was ich für mich selbst tue, ist erstmal meine Sache. Und ich glaube, das vergessen oft Leute. Auch wenn sie andere verurteilen und so sind, so, wie kannst du so das und das machen oder wäschst du? Ja, kleiner Real Talk. Okay, ich muss jetzt einkaufen gehen. Meine Mitbewohnerin ist gerade unterwegs, deshalb habe ich Stuhl frei. Ich muss heute alles Mögliche erledigen. Ich war ja heute Morgen schon fleißig. Jetzt habe ich gerade 2 Kooperationen abgedreht und ach, ich liebe mein Outfit heute. Das ist süß. Das ist von Nom Originals. Hollister Herrenabteilung und die Hose ist leider aus Australien, deshalb kann ich es nie sagen, also bringt nichts. Meine Wohnung sieht schön aus, mein Wohnzimmer ist fast ganz aufgeräumt, auch dank meiner Mitbewohnerin, muss man sagen. Und ich wollte dir noch was zeigen. Guck mal, daran haben wir gearbeitet gestern. Ich weiß gar nicht, ob man es so gut sieht, aber wir haben uns so Paneele bei Hornbach geholt und die haben wir dann zuschneiden lassen auf eine gewisse Länge, die wir halt brauchten. Hier, ganz glatt, für 1 Euro, kostet der Zuschnitt nur. Und dann haben wir uns solche Profilwinkel geholt, weil man hier voll fuschen kann, dann. Und dran geklebt mit Montagekleber, es hält jetzt bombenfest. Ja, und wir waren zu dritt, meine besten Freundinnen und ich. Jetzt kommt hier oben noch eine Zierleiste dran und unten halt die Sockelleisten. Ja, und hier ist mein wunderschöner Schrank, das ist jetzt eine Einbaukommode, weil die bewegt sich nie wieder. Die haben wir da richtig reingepresst. Aber da hinten ist auch alles gemacht. Hier und hier. Wunderschön. Es sieht so schön aus. Ich bin so verliebt. Und das Beste ist halt, solche Renovierungsarbeiten kosten sehr, sehr viel Geld, wenn ich ehrlich bin. Aber ursprünglich hatte ich diese Arbeit bei mehreren Tischlern angefragt. Ich hatte auch so online geguckt, wie viel Paneele kosten und so weiter. Hätte das locker bei über 1500 Euro gelegen. Und wir haben das jetzt innerhalb von 24 Stunden gemacht und haben 180 Euro bezahlt, also ich, für alles. Liebe, liebe, liebe es einfach, Sachen selber zu machen und die dann schön zu machen und dann einfach Geld zu sparen. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich schneide jetzt meine Kooperation
und esse meine Pancakes, die ich für die Kooperation gemacht habe. Ist eine tolle Kooperation, ne? Ja, und dann mal gucken. Vielleicht fahren wir zu DM, ich habe richtig Lust, die Wohnung zu putzen. Hallo, schöner Mensch. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich muss einmal meine Haare nebenbei machen. Ich fahre jetzt gleich in die Unimensa mit meinen Freunden. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, weil da draußen irgendjemand schon wieder Gartenarbeit macht. Ich weiß nicht, wie man so oft Gartenarbeit machen kann. Ich fahre immer gleich in die Mensa. Ich habe meinen Morgen damit verbracht. Meine beste Freundin hat übernachtet, aber dann habe ich meinen Morgen damit verbracht, zu lernen. Ich lerne nämlich seit ungefähr einem Monat für meine Biopsychologie-Klausur, weil die echt schwer, also es ist viel Zeugs und ich bin kein Bio-Profi und ich musste halt auch viel nachholen, was ich einfach, ich habe ja eine Klasse übersprungen und hatte ich auch kein Bio und so und ich muss einfach viel nachholen. Aber ich fühle mich eigentlich ready und schon seit 2 Wochen bin ich echt gut dabei und fühle mich auch ready, aber ich irgendwie kommt die ganze Zeit was dazwischen. Wir haben jetzt was renoviert und so weiter und irgendwie, ich war immer so, ja, aber jetzt ist nicht der passende Zeitpunkt für die Klausur und heute Morgen dachte ich mir so, fuck it, ich buche jetzt die Klausur. Bei uns geht es ja super spontan, in so 1-2 Stunden kann man schon eine Klausur schreiben und nach der Mittagspause schreibe ich meine Klausur. Und bis dahin hustle ich noch, aber nehme jetzt diese Stunde Pause fürs Essen mit meinen Freunden. Gesunder Ausgleich. Ja, das ist so mein Plan gerade und dann schreibe ich die später und wünsche mir Glück. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe die Klausur geschrieben. Ich habe auch gar nicht so lange gebraucht, vielleicht 45 Minuten, 50 Minuten, man hat 90 Minuten Zeit. Aber es war richtig scheiße, also es war richtig, richtig kacke. Ich habe jetzt einen Monat gelernt und mich nervt das gerade so doll, weil ich hatte auf so eine 2-0 gehofft. Und es ist ein ultraschweres Fach für mich. Und ich dachte, 2-0 wäre schön. Ich muss jetzt erstmal die Hälfte googeln, weil... Ich habe so viel gelernt. Ich habe einen Monat lang gelernt. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben für eine Klausur so viel gelernt. Noch nie. Und die einzige Klausur, die ich so gut machen will. Nein, Spaß. Aber ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen googeln, die ich gerade in der Klausur hatte. Die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Also wirklich. Ich habe ja 25 Seiten Lernblätter gemacht. Warte. Oh, das ist falsch. Ich hatte so dumme Fragen. Also, die Klausuren sind halt in so einem Fragenpool und die können mega gut sein oder mega kacke. Und die waren so kacke. Da kamen so Fragen, die sind vielleicht in einem Satz in dem ganzen 200-Seiten-Skript aufgekommen. Woher soll ich sowas wissen? Ich muss noch was googeln. Das ist richtig. Das habe ich richtig. Scheiße. Okay, das habe ich nicht ganz richtig. Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Hier steht auf Google ubiquitinilieren. Noch nie gehört. Das soll ein epigenetischer Mechanismus sein. So viele dumme Fragen. Wirklich so viele dumme Fragen. Bei denen ich mir die ganze Zeit dachte, was wollen die von mir? Ich kann heulen. Ich kann heulen. Wirklich. Ich bin so enttäuscht. Ich möchte am liebsten jetzt nochmal schreiben mit anderen Fragen. Ich bin so enttäuscht. Ich heule mich jetzt bei meiner Mitbewohnerin aus. Ich bin richtig enttäuscht. Richtig doll. Da hätte ich halt auch noch 3 Wochen lernen können. Oder 10 Wochen. Es hätte nichts gebracht, weil die Fragen halt doof waren. Aber so ist das. Ich heule mich jetzt aus. Und dann rufe ich eine Freundin an, weil sie hatte gestern Geburtstag und sie wollte mit mir noch ihren Kuchen teilen. Und dann fahren wir zu ihrem Pferd und essen da Kuchen. Vielleicht hole ich gleich wirklich. Nein, das kann ich nicht sein. Ich fahre jetzt zum Beachvolleyball mit meinen Freunden. Weil heute wieder richtig schönes Wetter ist. Es ist ein bisschen kühl, aber die Sonne scheint. Das ist alles, was zählt. Ja, aber ich bin jetzt noch kurz beim Bäcker und hole mir einen kleinen Snack. Aber ich habe einfach noch keinen.
Hello, ich war gerade beim Tennis. Ich habe so geschwitzt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erzählt habe. Ich habe mich nämlich bei einem Tenniskurs angemeldet. Ich hatte mega Schiss, auch dass die Menschen da komisch sind, weil ich hatte schon so oft komische Trainer in irgendeiner Sportart. Und das sollte einen aber nicht stoppen. Also komische Trainer, dann sollte man sich das überlegen. Weil ich hatte echt schon Trainer, die mich jedes Mal zu Tränen gebracht haben. Aber der Trainer zum Beispiel ist ultra, ultra lieb und auch so, also der ist halt so in unserem Alter, weil es auch ein Student ist. Und der ist aber so auch voll auf Augenhöhe und nicht so von oben herab, weißt du. Das kann ich nämlich gar nicht ab. Mein Volleyball-Coach an meinem amerikanischen College war so. Der war selber nicht viel älter als wir, aber er war sehr von oben herab und hat jedes Mal angeschrien nach einem Spiel und so. Egal, ob wir gewonnen haben oder nicht. Deshalb möchte ich das nicht nochmal. Und was ich gerade gemacht habe, ich weiß nicht. Warte, also das war mein Outfit. Ich hatte nur noch so ein grünes Langarm drüber, weil... Also ich gehe jetzt nicht vom Sport behalten. Und meine Beinchen, die sind wieder getaped. Ich habe nämlich seit 2021 Schienbeinkantensyndrom. Und es ist wieder ein bisschen doller geworden. Deshalb habe ich es wieder getaped. Und dann sollte das gehen. Ich habe nämlich später noch Volleyball. Das ist momentan meine Sporty Girl Era. Also ich mache einfach ganz viele Dinge, die mir Spaß machen. Und tatsächlich weniger Gym. Also Gym hat mir auch mal ultra viel Spaß gemacht. Aber Gym, fürs Fitnessstudio braucht man Disziplin. Oder Motivation, also eigentlich am besten Disziplin, weil auf Motivation kann man sich nicht verlassen. Und man muss da hingehen und einfach durchziehen. Und natürlich macht mir das auch Spaß und so, aber es ist halt, Disziplin. Und beim Volleyball oder beim Tennis, beim Beachvolleyball, bei all den Sachen, ich gehe mit meinen Freunden hin, habe mega viel Spaß, lerne viel, habe soziale Kontakte, lache die ganze Zeit oder auch mal nicht. Lernen, auch mit so Niederlagen umzugehen und so, das hat irgendwie schon mehr und ich brauche keine Disziplin, also auch an Tagen, an denen es mir nicht gut geht oder so, gehe ich dahin und dann ist wieder alles gut. Und es gibt mir so viel, also ich würde dir ans Herz legen, finde eine Sportart, die dich glücklich macht und die dich erfüllt und zu der du dich nicht zwingen musst, weil ich habe mich früher zu Homeworkouts gezogen, ich würde das nie wieder im Leben machen, außer ich muss, also außer ich habe wirklich gar keine Zeit sonst für Sport oder so, weil die haben mir nichts gegeben. Das war einfach nur eine Qual. Und auch zu sagen, das Gefühl danach ist toll. Aber es hatte keinen Spaß. Und ich will ja beim Sport auch Spaß haben. Und es gibt mir so viel. Ich habe danach immer bessere Laune. Mein Stress fällt jedes Mal ab. Also, such dir eine Sportart, die dir Spaß macht. Es ist so schön in der Sonne. Ich sitze gerade die ganze Zeit einfach nur auf meinem Balkon in der Sonne, weil das so schön ist. Und ich habe gerade gesehen, das Wetter nächste Woche wird auch richtig gut. Das macht mich glücklich, dass die Sonne scheint. Ich wollte gleich noch ein bisschen lernen, das habe ich mein iPad auch hier. Das ist so mein aktueller Plan.